Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Auf das heutige Thema habe ich mich ehrlich gesagt richtig gefreut. Das lag mir nicht auf der Seele, kann man nicht sagen. Ich habe mich einfach drauf gefreut. Und zwar hatte ich mir ja vor kurzem diese kleinen Bagger gekauft. Vor kurzem, sage ich mal, ist ein Vierteljahr ungefähr her, habe ich euch damals ein Video gezeigt, wo ich den Steinbruch damals angefangen habe. Und da habe ich ja angefangen, die kleinen hässlichen gelben Bagger zu platzieren. Der eine, die hatte ich mir damals gekauft, das ist damals, ich rede, also wenn das 10 Jahre her ist, die hatte ich mir gekauft bei, kann man ja ruhig sagen, bei eBay. Und die waren recht preiswert. Also ich weiß nicht, ob die 5 Euro das Stück kamen oder irgendwas in der Art. Und der eine sollte verrostet sein. Das ist der ja, den ich gerade hier angeboten habe. Die anderen beiden oder drei, ich habe ja noch welche orange und gelb. Und da hinten war der verrostet, da habe ich schon ein bisschen dran rumgeschmirgelt. Und die waren so hässlich oder sind so hässlich, wie auch immer. Die war natürlich von Anfang an geplant, dass ich die aufarbeiten werde. Und damit recht herzlich willkommen bei Trentriebs. Jeden Tag Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und wir steigen auch im Hintergrund schon die ganze Zeit ein und auf diesen hässlichen Baggern ein bisschen weiter rumzureiten. Die wollte ich so nicht lassen, weil ich habe alles so ein bisschen düster, ein bisschen dunkel, ein bisschen trist. Und da kann ich keinen hellgelben Bagger reinknallen in so einen, ja, Steinbruch irgendwo. Das geht nicht. Deswegen waren die von Anfang an geplant, dass ich die koloriere. Ich wusste nur noch nicht, wie. Muss ich ehrlich sagen, mache ich die jetzt blau, mache ich die grün, mache ich die rot? Ja, die Wahl fiel auf ein Olivgrün. Wir sehen es hier schon, wo ich das anfing anzuspritzen und dieses Olivgrün quietscht. Das konnte ich auch nicht lassen. Da habe ich mir überlegt, na gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich habe es ja vorher, haben wir ja schon gesehen, grundiert mit Weiß, alles gut. Ja, macht doch die Farbschichten einfach ein bisschen dicker und dann wird aus einem Olivgrün auch ein Olivgrün und kein Hellgrün. Ja, das war einfach zu dünn auf dem weißen Untergrund. Passt irgendwo. Mehrere Schichten drauf gemacht. Was ich jetzt mache, ist eine reine Rostfarbe aufspritzen, weil denn der verrostete Bagger, das ist der, der da in der Mitte sich so schön dreht gerade, der soll auch verrostet bleiben. Den hatte ich mir eigentlich gekauft, weil ich dachte, ach cool, der ist schon gleich verrostet, brauchst du nichts mehr machen, vielleicht noch ein bisschen Wasch drauf, fertig. Nein, der war so hässlich, der hatte Glitter auf seinem Rost. Ja echt, das war wie Glitter, das kannst du doch nicht hinstellen, sowas. Naja, egal. Und habe den natürlich auch fein säuberlich abgeschmirgelt, das habe ich euch jetzt hier nicht gezeigt, das habe ich vorher alles schön vorbereitet und habe dann mit der Grundierung drüber und dann mit neuer Rostfarbe drauf gemacht. Wir sehen es schon, dass ich hier mit mehreren Farbschichten gearbeitet hatte. Das sind wieder diese Olivgrün, dann die Rostfarbe drüber, dann noch eine helle Farbe dabei. Das habe ich euch eben alles im Schnelldurchgang gezeigt, weil ich nicht weiß oder ich glaube, das wird nicht wirklich jeden interessieren. Wenn es interessiert, ich werde es wahrscheinlich dieses Video nochmal aufarbeiten, nochmal verändern und dann mehr auf diese Abraschgeschichte eingehen, bei Model Creation irgendwann mal fertig machen. Im Moment wollte ich euch die Baggerchen zeigen, wie ich sie baue, wie ich die Beleuchtung angebaut habe. Ich habe ja vorhin die Löcher mit einem 07 Bohrer da durchgemacht. Das habe ich ja vor dem Abrasch gemacht, logischerweise. Und weil ansonsten, wenn man so kleine Farbablatzer hat, ist es ja auch nicht schön. Und hat dann durch die 0,7 mm Löcher dann die LEDs durchgemacht. Die haben 0,55 mm im Durchmesser. Ich habe es vorhin mit dem Messschieber euch gezeigt. Und ja, habe mir dann die LEDs da reingezaubert irgendwo. Das war ziemlich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein sehr, sehr hartes Plastik. Und ich hatte ja ursprünglich die leise Hoffnung, dass das Metall wäre. Nein, das ist ein richtiges, fettes Hartplastik. Und das ist nicht nur Hartplastik. Ich kann dieses Plastik nicht bezeichnen. Wir werden es nachher noch sehen. Da muss ich was bohren. Da komme ich noch drauf. Und naja, okay, also habe ich das gemacht und jede einzelne LED hat erstmal einen eigenen Strang, einen eigenen Kabelstrang, der nach unten geht. Und jetzt kommt übrigens die schöne Stelle, ich musste da ein Loch durchmachen. Ich habe hier an sich einen recht scharfen Bohrer gerade in der Hand, der das sehr gut machen sollte, denn da geht das ja durch. Und wie ich da so schön drücke, hat sich das Fahrwerk zerlegt in 3 oder in 4 Teile. Okay, das habe ich repariert, das habe ich geklebt. Sieht kein Mensch, ist sowieso bemalt oder übermalt worden zum Schluss. Alles gut, alles unsichtbar, passt schon. Ja, und die Kabel, was wollte ich machen? Ich wollte sie ursprünglich durch den Baggerkörper durchführen. Das ging halt nicht, weil das alles Plastik ist. Und habe dann immer so im 45-Grad-Winkel Löcher durchgemacht.
Es ist unsichtbar jetzt zum Schluss. Muss ich dazu sagen, die Kabel siehst du nicht mehr. Es ist komplett unsichtbar. Und das ist natürlich, das wird mir völlig ausreichen. Da muss ich ja nicht irgendwas noch rumzaubern und machen und was reinfräsen, wo die Kabelchen durchliegen. Ist Quatsch, brauche ich nicht. Also es ist wirklich unsichtbar. Also habe ich es ein bisschen koloriert von unten, die Kabel mit. Und schon, selbst da war sie schon nicht mehr zu sehen. Was ich jetzt mache, ist im Grunde genommen nochmal die Bagger mit ein bisschen Rostfarbe an bestimmten Stellen nochmal aufzutupfen, um einfach nicht bloß eine Fläche zu haben, die mit Rost und mit Farbe ist, sondern entsprechend auch ein bisschen mit einzelnen Flecken, mit Rostflecken zu versehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das irgendwo hinzubekommen in diesem kleinen Maßstab. Ich muss es immer wieder sagen, es ist ja ein winziger Maßstab. Man sieht es ja, wenn man es in Händen hat, die Dinger sind so groß. Und da versuchen, irgendwo ein bisschen was Hübsches hinzukriegen. Details sind ja zum Glück dran, das passt alles sehr schön. Und durch die Beleuchtung bin ich der Meinung, passt das sowieso. Und jetzt sehen wir auch schon die Kabel, die da durch. Übrigens habe ich ja hier das Fahrwerk schon wieder verklebt. Ja, wenn man so ein ganz kleines bisschen könnte man es sehen. Aber sorry, da kommt ja jetzt der Bagger nach oben drauf. Da ist gar nichts mehr zu sehen. Den drehe ich ganz leicht ein. Ich habe natürlich vorher eine Stellprobe gemacht, wo sie hin sollen. Und damit ich dann eben entsprechend dann an der richtigen Stelle ist, muss er so ein bisschen eingedreht sein. Der andere ist auch ein bisschen eingedreht. Der mit dem Langarm, der ist nach links gedreht und der andere ein bisschen nach rechts. Das liegt einfach in der Position, die ich brauche. Jetzt kommen die Widerstände. Jetzt habe ich hier zwei verschiedene. Einmal habe ich 1 Kilo umgenommen. Das sind also tatsächlich die ich für die vorderen Scheinwerfer haben. Und das, wie der Name sagt, Scheinwerfer, die müssen hell sein. Und einmal habe ich 16 Kilo umgenommen. Nee, mega. Ach, was weiß ich. Ich habe es vergessen. Also jedenfalls machen die richtig fett dunkel. Das sind die dunkelblauen Widerstände, die da liegen. Und die hellblauen sind die 1K. Und die machen natürlich dann die LEDs richtig fett weiter dunkel. Und auch später kommen noch weitere oder noch ein weiterer Widerstand davor. Das zeige ich euch aber zum Schluss des Videos nochmal, was da gemacht wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, vorne 1K, hinten 16K. Ich muss lügen, ich habe sie gerade nicht griffbereit oder war es sogar noch mehr. Mega oben, nee, jetzt glaube ich nicht. Ist egal, ist ja auch völlig wurscht jetzt. Und habe dann natürlich immer die Kabelchen so zusammengefasst. Wir sehen es, wir haben jetzt hier nur noch 2 Stränge übrig. Das habe ich einmal nach vorne, einmal nach hinten. Vorher hatte ich ja entsprechend jeden einzelnen verdrillt. Jetzt habe ich die vorderen und den hinteren verdrillt. Und als ich damit fertig war, habe ich jetzt alle 4 oder beziehungsweise 8 Netzen, sind ja 4 LED mit jeweils 2 Kabeln, wieder verdrillt, sodass das Ganze eben nur noch ein Strang ist, der unten rauskommt. Weil ich will das ja nicht nochmal trennen. Ich will ja nicht jeden einzelnen Scheinwerfer separat ansteuern irgendwo, sondern die sollen ja alle auf einmal angehen. Die sollen nur verschieden hell sein, eben vorne und hinten. Und deswegen haben vorne und hinten die jeweils die verschiedenen Widerstände bekommen, was aber hier unten jetzt wieder zusammenführt. Das heißt, die Stromversorgung geht natürlich wieder mal plus in die Widerstände bei mir in diesem Fall rein und minus in die negativen Leitungen rein. Oder negative Leitung, was erzähle ich denn für einen Quatsch, in den Minuspol. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Und somit passt das irgendwo. Einziger Nachteil, was ich hierbei nicht beachtet hatte, hier sehen wir jetzt schon mal schön die kleinen Scheinwerferchen. Vorne relativ hell, hinten schön dunkel. Das machen eben, wie gesagt, die LEDs. Und selbst in dieser Phase, wo alles noch weiß ist, gefällt mir das richtig gut. Ja, und jetzt, weil ich keine roten LEDs verbauen wollte, / konnte, weil ich sie einfach nicht da hatte, geht es ganz einfach. Man nimmt sich R-Farbe, also von Vallejo, ich sag das immer so schön falsch, oder? Ist egal. Und eine R-Farbe, also keine Modellfarbe, sondern die Farbe, die man in die Airbrush reinmacht, die ist ein bisschen klarer, ein bisschen durchsichtiger und nicht so fett, wie man so schön sagt. Und damit werden die LEDs lediglich betupft, also bemalt. Und weil das eben die R-Farbe ist, die nicht so dick ist, leuchtet die Farbe wunderbar da immer noch durch und man schafft eben dann aus kleinen weißen LEDs, in dem Fall warmweiß, aber das ist ja egal, ja, rote Rücklichter zu machen. Und das sieht nett aus, ja, das muss ja nicht dieses knallrot sein. Das reicht ja auch, wenn man so alte... Schaut daran, ist doch super. Ist doch genauso, wie ich das wollte. Schöne, diffuse Rücklichter. Es reicht ja, wenn das so ein bisschen wie auch, kann selbst wie ausgeblichen ein bisschen aussehen. Ja, das ist ja altes Zeug, was da rumsteht. Also muss das ja nicht knallrot sein, wie die heutigen Autos hinten die LED-Rücklichter haben oder irgend sowas. Also das ist völlig ausreichend und das passt irgendwo. Jetzt kommen natürlich noch ein paar Details. Da habe ich in dem Fall jetzt die Hydraulikarme noch silber bemalt. Das kennt man ja, wie das aussieht, wie das so sein kann. Und dann noch die ganzen Kleinigkeiten, die irgendwo waren. Auf jeden Fall wird hier nichts bunt gemacht oder sowas in der Art. Ich wollte auch die
Räder ursprünglich nach Schwarz malen, habe aber davon abgesehen, weil ich mir überlegt habe, ja, die fahren in einem Steinbruch rum, beziehungsweise der obere oder der untere in dem Fall auf Sand, da hast du keine schwarzen Reifen, das passt nicht, ich kann da keine neuen Reifen da drauf machen. Auch jetzt habe ich noch mit einer etwas helleren Rostfarbe noch mehr Details versucht rauszuholen. Ihr seht den Pinsel, der sieht ja gerupft aus, weil ich immer so tupfer irgendwo, ja. Und da kommen noch die Kleinigkeiten dran. Und wieder ein bisschen übertrieben. Das, was ich euch auch im letzten Video so mal erzählt habe, ein bisschen übertrieben. Ruhig zu viel Rost dran machen. Ansonsten verschwindet alles und man sieht überhaupt nichts mehr davon. Diese kleine Spitze, die ich jetzt hier von dem Zahnstocher abgemacht habe, diese kleine Spitze soll dieser Meißel sein, der so Steine abschlägt irgendwo vom Felsen. Ja, ich wollte ursprünglich eine Schaufel dran machen, die habe ich auch da. Aber da ich überlege, mit einer Schaufel kannst du doch keine... wie soll ich sagen, keine Steine abhauen. Das muss doch so ein Meißel sein, der da vorne dran ist. Und deswegen habe ich da ein Meißelchen einfach aus einem Zahnstocher gemacht, habe den rangeklebt, habe den bemalt, fertig war die Sache. Und ja, hier oben sehen wir natürlich jetzt den verrosteten Bagger, das ist der obere. Das kommt auf dem Video durch den Kontrast von diesem hellen Untergrund und dem Licht und sowas ein bisschen schlecht rüber. Also der ist wirklich schön verrostet, sieht nett aus, also auf jeden Fall kein Glitter mehr drauf. Und ja, und hier sehen wir jetzt noch, wie ich so ein bisschen Farbe nochmal so nachtrage an den Seiten von den kleinen Baggern, die dann entsprechend da so noch ein bisschen Farbtupfer kriegen. Hier sehen wir jetzt recht schön, habe ich das Modul wieder abgenommen, da unten der verrostete Bagger, der da hinkommt und oben der mit dem Meißel, der muss natürlich da oben stehen, wo er auch geplant war, wo eben er da so ein bisschen was abpickert gerade vom Felsen. Und da passt natürlich links diese streifenförmige Form des Felsens so ein bisschen dazu. Ne? Das war so der Grundgedanke, den ich hatte. Und der andere Bagger, der macht ja vorne halt an dem Haufen da ein bisschen was hoch und runter oder wie auch immer, völlig egal. Und das passt. Jetzt markiere ich mir lediglich noch die Stellen, wo die Kabel durch müssen. Und jetzt kommt der Nachteil, von dem ich vorhin sprach. Ich habe ja die ganzen LEDs, Widerstände schon dran. Das heißt, ich habe aus einer Litze, die vielleicht 3 mm Durchmesser hat, guck mal den Bohrer, den ich brauche. Richtig, für den Bohrer brauche ich da jetzt, weil sonst kriege ich ja die Widerstände da nicht durch. Ja, das ist ein bisschen doof. Also eigentlich hätte man die Litzen durchstecken müssen und die Widerstände unten anlöten. Aber auf der anderen Seite, man sieht es ja sowieso nicht. Es ist ja unterhalb des Baggers und man sieht es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Dieses doch relativ große Loch irgendwo. Und ja, von der Seite passt das irgendwo schon. Hier unten das nächste Loch noch gemacht für den anderen Bagger. Da musste ich ein kleines bisschen aufpassen, dass ich die Technik von hinten nicht erwische, dass ich da nicht irgendwas anbohre. Hat alles gepasst. Und jetzt sehen wir schon, schaut mal auf die Lichter. Jetzt sind sie richtig schön dunkel. Und die könnte ich oder kann ich mit einem Drehpotti, jetzt sind sie wieder hell oder heller und jetzt werden sie wieder dunkler. Die habe ich mit einem Drehpotti, mit einem 10K Drehpotti, was ich unten, wo ich es angeklemmt habe, noch dazwischen geschaltet und kann jetzt von der Mitte der Anlage schön die beiden Bagger mit einem Drehpotti einstellen, sodass ich die Beleuchtungshelligkeit genau so habe, wie ich es eigentlich mir wünsche, ohne dass, wenn ich jetzt neben der Modellbahn stehe, sage, oh, was sind denn das für Weihnachtsbäume da hinten? Nein, das ist ja nicht gewollt, es soll ja alles schön passen irgendwo und nicht noch vielleicht an der Wand ran scheinen oder was weiß ich was, sondern alles schön, naja, nicht schön diffus sein. Ja, also nur nicht zu helle LEDs auf der Modellbahn draufbringen, das bringt einfach nicht, weil das sieht einfach nicht aus. Schaut euch die kleinen Kerlchen an, natürlich übertrieben bemalt, wir sagen es schon, da in der linken Ecke sehen wir schon den anderen, den verrosteten. Da passen jetzt auch wunderbar die Laternchen dazu, die ich ja gebaut habe vor kurzem. Und ich denke mal, dieses Bild, das kann man so stehen lassen. Was jetzt noch fehlt, ist der LKW, der hier vorne gerade dann beladen wird. Das kommt aber, da mache ich wahrscheinlich wieder so 2, 3 LKWs auf einmal, das kommt dann mit runter. Und dann passt das. Schaut mal, dieses alte verrostete Ding, das sieht doch gut aus in der Ecke, oder? Das macht sich doch richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Das muss zweimal gesagt werden. Nein, es sieht gut nett aus. Gefällt mir. Es ist eine wunderschöne heimliche Ecke geworden hier vorne mit vielen kleinen Details. Das werden noch mehr Details werden und wie gesagt, die ganzen Personen und das fehlt ja alles noch. Aber ist ja auch egal, das kommt noch. Also wie gesagt, aus dem Tunnel hier unten wird später ein LKW nach rauskommen. Befüllt wird gerade einer werden, also 2 Fahrzeuge fehlen noch in der Ecke. Und dann denke ich mal, ist das eine schöne Ecke, die man durchaus so gelten lassen kann, die sich weiter nach und nach verbessert. Ja, also man ist ja als Modellbauer sowieso nie fertig irgendwie. Und dann würde ich sagen, schaut euch mal die beiden Videos an, die ich euch jetzt hier noch empfehle, die ich hier oben eingeblendet habe. Und dann würde ich mich freuen. Der Algorithmus von YouTube freut sich auch. Und wir sehen uns nächste Woche, Freitag 16 Uhr wieder. Ich freue mich bis dahin. Macht's schön gut, euer Uli. Ciao.